Am Montag, dem 14. August, legte die Stettin in Wismar an. 1933 wurde das Schiff in Hamburg erbaut. Mit einer Länge von ca. 52 Metern und einer Breite von 13 Metern diente es einst als Eisbrecher. Das heißt, dass es speziell für Fahrten durch zugefrorene Gewässer konstruiert wurde. Mithilfe der Rumpfverstärkung und der besonderen Bugform konnte es ohne Probleme durch das Eis gelangen. Seit 1982 ist der Eisbrecher Stettin ein technisches Kulturdenkmal. Heutzutage bricht es kein Eis mehr, sondern transportiert Gäste. So haben aktuell auch Wismarer und Touristen die Möglichkeit, eine Fahrt auf der Stettin zu unternehmen.